Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Mit dem heutigen Video nehme ich euch wieder mit durch meinen Tag. Ihr seht in diesem Video auch wieder meine Küchenroutine bezüglich meiner Sprossen, Grünkraut und grüne Gräserzucht. Vielleicht gibt es ja neue Informationen für euch. Dann führe ich aktuell eine Darmreinigungs- und Parasitenkur durch. Da gibt es auch einige Einblicke. Es ist gerade Wochenende, das erste Mai-Wochenende. Es ist wunderbares Wetter. Natürlich begeben wir uns dann immer raus ins Leben, beziehungsweise ich sage immer gern rein ins Leben. Das habe ich von dem Tobias von jetzt IOM übernommen. Ist immer schön gesagt, wieso rausgehen, sondern man geht rein in die Natur. Da ist das echte Leben. Und natürlich bei so einem schönen Wetter halten wir uns auch gern draußen auf. Da gibt es auch einige Einblicke. Natürlich sammle ich dann auch wieder Wildkräuter. Ich hoffe, es gibt einige Inspirationen für euch, vielleicht auch einiges Neues. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wenn ich am Morgen in die Küche komme, dann ist die erste Routine, mich um meine selbstgezogenen grünen Gräser, das Grünkraut und die Sprossen zu kümmern. Aktuell ziehe ich noch etwas Gras, Weizengras und Gerstengras und natürlich Grünkraut. Ich werde jetzt die Produktion ein bisschen herunterfahren, weil ich jetzt auch vermehrt draußen in der Natur zum Beispiel Wiesengras sammle. Dazu hatte ich ja auch kürzlich ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben rechts. Ich entsafte auch viele Wildkräuter wie Brennnessel und Giersch und Löwenzahn und werde mich dann eher draußen in der Natur kostenlos bedienen. Das hier ist zum Beispiel Gerstengras. Das ist schon sehr hochgewachsenes Erbsengrün, wunderbar zum Entsaften. Hier auch weiter unten wächst Erbsengrün. Hier ist noch ein bisschen Weizengras. Dann hier in dieser Anzuchtschale, das fängt gerade erst an zu wachsen. Das wird mal Sonnenblumenkerngrün. Jetzt habe ich diese Anzuchtschale von ganz oben heruntergeholt. Hier wird Koriandergrünkraut wachsen, auch ein sehr schmackhaftes, junges Grünkraut. Hier auf dem Fensterbrett befinden sich diverse Keimschalen. Hier wird Rotkohl oder Rotkohlsprossen werden hier wachsen. Das sind Brokkolisprossen. Hier werden Mangoldsprossen wachsen und das werden Lauchsprossen. Hier auf meinen Tischchen gedeiht es auch ganz prächtig. Da haben wir hier noch Getreidesprossen. Das ist Gerste. Und das sind Hafersprossen. Daraus werde ich auch Hafer- und Gerstengras ziehen. Dann haben wir noch einige Hülsenfrüchte. Das sind schwarze Linsen, Beluga-Linsen. Das sind ganz normale braune Linsen bzw. Tellerlinsen. Das sind Mungbohnensprossen. Die werde ich diesmal nicht essen. Daraus werde ich mir auch Grünkraut ziehen. Und das sind Süßlupinensprossen, auch daraus ziehe ich mir Grünkraut. Dann haben wir hier noch Rettichgrün, das sind relativ scharfe Sprossen. Dann haben wir hier noch Boxhornkleesprossen, das sind Radieschensprossen, auch nochmal Rettichsprossen. Hier wächst Kresse, diesmal ein bisschen unregelmäßig. Hier haben wir Basilikumsprossen bzw. Basilikumsamen, daraus sollen auch Basilikumsprossen wachsen und das ist Senfgrünkraut. Die grünblättrigen Sprossen, wie auch das Grünkraut und die Gräser, die sprühe ich hier mit dieser Sprühflasche. Die hatte ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Und alle restlichen Sprossen, also Boxhornklee, die Getreidesprossen und die Hülsenfrüchtesprossen, die spüle ich mit gefiltertem Wasser. Also ich verwende niemals Leitungswasser für meine Sprossen. Ich verwende gefiltertes Wasser und filtere das Wasser für die Sprossen mit einem Akala-Wasserfilter. Vor 3 Tagen habe ich mit einer Darmreinigung begonnen, mit der Amazonas-Darmreinigung. Die habe ich schon vor ca. 3-4 Jahren erfolgreich durchgeführt. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen, so bis Mitte Juni, ein bisschen meine Ernährung umstellen auf obstfrei bzw. obstarm. Das mache ich jetzt schon das 3. Jahr so, um mir einfach nochmal bewusst zu machen, dass es jetzt um diese Zeit keine regionalen reifen Früchte gibt. Man kann noch einige deutsche Lageräpfel finden, beziehungsweise kommen die teilweise auch schon aus Argentinien und ich will mir das einfach mal bewusst machen, was gibt es jetzt an regionalen Lebensmitteln. Also mein Fokus wird jetzt in den nächsten Wochen wirklich auf regionale Lebensmittel liegen. Gemüsefrüchte gibt es schon, Gurken und Tomaten, Salate, Kräuter, einiges an Gemüse. Es gibt draußen herrlichstes Wildgrün. Natürlich werde ich auch meine selbstgezogenen Sprossen und das Grünkraut dafür verwenden und die Mikroalgen Chlorella und Spirulina, die ja hier in Deutschland in der Algenfarm in Klötze kultiviert werden. Diese Darmreinigung ist eine sanfte Darmreinigung mit kraftvollen Pflanzen, die die Reinigung des Darms unterstützen. Und was auch sehr interessant ist,
In dieser Darmreinigung sind auch kraftvolle Leberpflanzen enthalten, die gleichzeitig die Leber reinigen und unterstützen. Also wir können ja mal schauen, aus welchen Zutaten besteht die Darmreinigung, also Flohsamenschalen, Una de Gato-Rinde, Papaya-Blätter, die sind ja recht bitter, dann Boldo-Blätter, Topinambur-Knolle, Löwenzahnwurzel, auch ein sehr kraftvolles Mittel, auch sehr bitter. Lapacho-Rinde, Kurkuma-Wurzel, Camu-Camu-Frucht, Kamillenblüte, Mariendistelsamen, Bockshorn-Kleesamen und Vulkanmineral. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen auch wieder eine Parasitenkur durchführen, wie letztes Jahr schon im Mai, und habe dafür ein spezielles Mittel. Dazu komme ich dann später noch. Und ich dachte mir, so eine Darmreinigung und Parasitenkur zusammen auch gerade mit der obstarmen und kohlenhydratarmen Zeit, das würde sich ganz gut ergänzen. Das ist der Regenwald-Trunktee. Der ist stark basisch und kann auch eine Entsäuerung mit unterstützen. Ihr seht hier die Zutaten noch wieder: Lapacho-Rinde. Das kann ich kaum aussprechen. Chu-Chu, Huasi-Rinde, also verschiedene Rinden. Und das so ein Kraut, Chanca Petra, wird, glaube ich, auch Steinbrecherkraut genannt. Das wirkt sehr gut mit der Darmreinigung zusammen, also in Kombination. Und am Morgen, wenn ich in der Küche bin, dann koche ich mir erstmal einen Teelöffel des oder einen halben Teelöffel des Tees mit Wasser. Das lasse ich so 20 Minuten köcheln und abkühlen. Und mit der Hälfte dieses Tees nehme ich dann die Amazonas-Darmreinigung zu mir. Als nächstes werde ich jetzt die Mungbohnensprossen, die Süßlupinensprossen und die Getreidesprossen, Hafer und Gerste einpflanzen in Anzuchtschalen, diese mit Erde befüllen, die Sprossen darauf geben und das Ganze dann schön gießen, und daraus wächst dann Grünkraut bzw. Getreidegras. Die Saaten habe ich jetzt auf Erde gebettet. Also hier seht ihr die Mungbohnen ganz rechts, die Süßlupinen, dann haben wir hier den Hafer, da habe ich noch ein bisschen was übrig gehabt und hier in diese kleine Schale gegeben, und hier ist die Gerste. Und über die Hülsenfrüchte gebe ich jetzt noch eine dünne Schicht Erde, dann wässere ich alles gründlich und dann kann das jetzt in den nächsten 10 bis 14 Tagen wachsen. Ich blende euch jetzt zwei Fotos ein. Als erstes seht ihr, wie dann dieses Mungbohn-Grünkraut aussieht, wenn es dann so circa 10 bis 14 Tage gewachsen ist. Und im zweiten Foto seht ihr jetzt, wie Süßlupinenkraut aussieht. Das ist das Mittel für meine Parasitenkur, die ich aktuell durchführe. Das ist jetzt meine zweite Parasitenkur. Letztes Jahr im April habe ich meine erste Parasitenkur gestartet, damals noch mit ein paar anderen Mittelchen. Da gibt es auch einen Blogartikel dazu, den verlinke ich euch oben rechts. Da könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen. In der Zwischenzeit haben mir einige Leser oder Zuschauer diese Kur empfohlen, beziehungsweise auch einige Leser und Zuschauer nachgefragt, was ich von dieser Parasitenkur halte. Und da habe ich mir gedacht, dann teste ich die doch mal. Wir schauen mal, welche Zutaten hier in dieser Parasitenkur enthalten sind. Das ist also eine alkoholische Tinktur, 32% Bioalkohol, Nelkenknospen, Olivenblätter, Wermutkraut, Schwarzwaldnussschalen, Ingwerwurzel, Wacholderbeeren, Enzianwurzel, Papayablätter und Nienbaumblätter. Und Papayablattgrün und Nienblattgrün, das habe ich mir schon letztes Jahr bei meiner lieben Freundin Maria in Senegal bestellt. Das habe ich auch letztes Jahr ab und zu eingenommen. Sehr, sehr bitteres Grün. Generell auch diese Tropfen schmecken sehr, sehr bitter. Und aktuell nehme ich 2x40 Tropfen zu mir. Man sollte diese Tropfen vor einer Mahlzeit zu sich nehmen. Ich esse ja schon seit mehreren Wochen oder schon fast seit 2 Monaten nur noch eine Mahlzeit am Tag. Das heißt, ich nehme die Tropfen zu mir, bevor ich die ersten grünen Säfte trinke, und dann vor meiner Mahlzeit. Zur Thematik Parasitenkur möchte ich unbedingt noch etwas sagen. Wie schon erwähnt, habe ich letztes Jahr meine erste Parasitenkur durchgeführt. Da gibt es auch hier auf meinem Kanal mindestens 3 Videos dazu. Im dritten Video bin ich auf die emotionale Entgiftung eingegangen und habe davon berichtet, die bei mir mit dieser Parasitenkur einherging. Das hat mich auch ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich so gar nicht erwartet, dass ich tiefere seelische Probleme angehen durfte und auch auflösen durfte. Das war wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Und in dieser Zeit habe ich auch gelernt, mit Parasiten in Frieden zu gehen. Also keinen Krieg,
gegen die Parasiten anzuzetteln, sondern in Frieden zu gehen. Ich habe erkannt, dass wenn man bestimmte Symptome hat, wenn man Parasiten hat, dass die einen auch auf irgendwas hinweisen, dass irgendwas im Körper nicht in Ordnung ist, aber nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit Geist und Seele, dass man eben ganzheitlich bestimmte Dinge angehen sollte. Also ich halte nichts von Panikmache oder Angstmache bezüglich Parasiten, ich halte aber auch nichts davon, diese Thematik komplett zu leugnen. Ich gehe am liebsten den Mittelweg und wünsche mir wirklich auch eine differenzierte Betrachtung dieser Thematik Parasitenkur. Ich bin für wenige, aber effektive Mittel während einer Parasitenkur, auch für ausgewählte Lebensmittel, und ich habe auch sehr, sehr positive Erfahrungen mit Trockenfasten bezüglich Parasiten gemacht. Das habe ich auch schon in meinem Trockenfasten-Video erwähnt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich es oben rechts. Viele körperliche Symptome sind auf Parasiten zurückzuführen, sagt man. Wir wissen nicht, ob es wirklich so ist. Es können auch ganz andere Ursachen dahinter stecken. Zum Beispiel haben liebe Freunde von mir die Rohkostlinge im letzten Jahr im April oder Mai einen Lebensmittelkombinations-Online-Kurs herausgebracht. Und da haben viele Menschen teilgenommen, die zum Beispiel Blähungen haben, Verstopfungen haben, die also Verdauungsbeschwerden haben. Und viele Menschen, wenn die sich über Parasiten informieren, denken, oh, ich habe bestimmt Parasiten, ich muss jetzt eine Parasitenkur machen. Manchmal hilft es wirklich oder oftmals hilft es wirklich, die richtige Lebensmittelkombination zu beachten. Und die Rohkostlinge haben mir berichtet, sie haben ganz, ganz viel positives Feedback bekommen bezüglich Verdauungsbeschwerden. Die sind durch diesen Kurs verschwunden. Also es müssen nicht immer Parasiten dahinter stecken, wenn man Verdauungsprobleme hat. Erstmal eine gesunde Ernährung angehen, auf Lebensmittelkombinationen achten, auch auf Entspannung achten, auf Bewegung achten. Es gibt so viele Dinge, die man beachten könnte. Man sollte nicht immer alles gleich auf Parasiten schieben. Noch ein Update zu meiner Darmreinigung und Parasitenkur. Wie schon im Video erwähnt, habe ich diese beiden Mittel in den letzten Tagen kombiniert eingenommen. Jetzt habe ich doch mal beim Regenbogenkreis nachgefragt, ob das denn überhaupt so optimal ist. Und die haben mir geantwortet, es ist besser, die Parasitenkur zuerst durchzuführen und danach die Darmreinigung. Denn bei dieser Darmreinigung werden dann die schädlichen Mikroorganismen mitgenommen, sowie auch die frei gewordenen Toxine ausgeschieden, die Mikroorganismen aufgenommen haben. Also ich werde jetzt in den nächsten Wochen erstmal nur die Parasitenkur durchführen und anschließend die Darmreinigung. Grünen Saft für heute trinke, gibt es erstmal 40 Tropfen der Parasitenkur. Was ich auch gern mache, wenn ich grüne Säfte trinke, ich trinke das nicht einfach so hintereinander weg, wie man vielleicht Wasser trinkt, sondern ich nehme mal einen Schluck und führe da so ein bisschen wie eine Art Ölziehen durch, natürlich nicht so lang. Also spüle das ein bisschen im Mund hin und her, dass es ein bisschen wirken kann, und dann schlucke ich es erst herunter. Wenn ihr Wildkräutersäfte oder Grassäfte auf diese Art und Weise trinkt, also Schluck für Schluck und diesen Schluck dann ein bisschen einspeichern und hin und her im Mund ziehen, dann ist das wie ein Basenbad für den Mund- und Rachenraum. Für meine Jungs gibt es jetzt einen Shake. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Da ging es um eine ganz besondere Zutat. In diesem Shake sind jetzt erstmal enthalten ungemixt Bananen, gefrorene Wildheidelbeeren, gefrorene Himbeeren, geschälte Hanfsamen, Hagebuttenpulver, Vanille und Datteln. Und als besondere Zutat habe ich diesen Grassaft vorgestellt, und da hatte ich einige Kommentare unter diesem Video, deswegen gibt es jetzt auch so ein Update. Es ist nicht so gut, dieses Grassaftpulver mit hier in diesem Hochleistungsmixer zu mixen, da würde die Wirkkraft abgeschwächt. Deswegen mixe ich jetzt immer diesen Shake ohne das Graspulver und rühre das dann nachträglich mit dem Schneebesen ein oder mix mit dem Hochleistungsmixer nur auf ganz kleiner Stufe, sodass das ein bisschen vermischt ist.
trinke den zweiten Wildkräutersaft für heute. Den ersten Saft habt ihr ja schon gesehen, den Brennnesselsaft. Das ist Kirschsaft. Den habe ich noch ein bisschen mit gereinigtem, destilliertem Wasser verdünnt, weil er pur sonst sehr, sehr intensiv ist. Und auch diesen Wildkräutersaft werde ich Schluck für Schluck trinken und meinem Mund- und Rachenraum, auch meinen Zähnen, ein Basenbad gönnen. Das ist mein dritter frisch gepresster Wildkräutersaft. Ihr habt es gesehen, aus Löwenzahnblättern. Diesen Wildkräutersaft habe ich auch wieder mit destilliertem Wasser, mit gereinigtem Wasser verdünnt. Während der Darmreinigungskur sollte man 2 Liter Wasser am Tag trinken oder auch frisch gepresste Säfte, also hochwertige Flüssigkeit. Ich habe jetzt schon fast 1 Liter Flüssigkeit zu mir genommen. Ich werde mir jetzt noch einen grünen Saft aus Kulturgrün pressen. Ich habe mich jetzt für folgenden grünen Saft entschieden. Ich werde einen grünen Saft aus Gurke, selbstgezogenem Erbsengrün, Mangold, einer Zitrone, Kleinbund Koriander, hier noch ein bisschen Sellerie, das ist regionaler Sellerie, der sieht ein bisschen klein aus, aber trotzdem sehr, sehr guter Geschmack, und Spinat. Also ich werde diese grünen Kulturlebensmittel entsaften für einen gesunden Grünsaft. Fertig ist der frisch gepresste grüne Saft. Ich habe jetzt noch ein bisschen Ingwer dazu gegeben. Das sind fast 800 Milliliter frischer Saft. Bevor wir jetzt rein ins Leben gehen, rein ins echte Leben, rein in die Natur, bereite ich für meine Jungs noch schnell ihre liebsten Energiebällchen zu. Das sind die sogenannten Schokofrohbällchen. Die bereite ich zu aus gemahlenen Mandeln, gemahlenen Walnüssen. Die habe ich frisch gemahlen. Dann habe ich noch Erdmandelmehl dazu gegeben, Vanille, Gerstengraspulver. Das habt ihr auch schon gesehen. Das ist auch schon eine Zutat des Shakes. Dann haben wir Kakaopulver, Karopulver. Dann seht ihr vielleicht in der Mitte so ein gelbliches Pulver. Das ist Buchweizenkeimpulver, enthält viele B-Vitamine, sehr wertvoll für Kinder im Wachstum. Und als Süßungsmittel ganz links, das sind Datteln. Die habe ich durch unseren alten Entsafter gegeben, den Omega Chose 8226. Den verwende ich jetzt kaum noch für Säfte, eher dann um Fruchtmuse herzustellen oder Teig aus gekeimten Sprossen. Die Schokofrohbällchen sind fertig. Es gibt 3 verschiedene Sorten. Ein paar Kugeln habe ich aus der Basismasse gerollt, so wie ich sie euch gezeigt habe. Dann habe ich einen Teil des Teiges noch mit getrockneten Buchweizensprossen vermischt. Die könnt ihr sicherlich sehen. Und einen anderen Teil der Basismasse habe ich einfach noch mit Kakaonips vermischt. Das, was ihr hier seht, könntet ihr vielleicht für den ersten Augenblick für Fleisch halten. Das ist kein Fleisch, aber ein genialer Fleischersatz. Und zwar aus junger Jackfrucht. So sieht die junge Jackfrucht aus. Noch grün außen. Im reifen Zustand sieht die Jackfrucht sehr gelb aus. Eine sehr schmackhafte tropische Frucht. Die habe ich vor vielen Jahren auf Pemba genossen. Und das Geniale an diesen Jackfruchtstücken ist, dass sie den Biss und die Textur von Fleisch perfekt nachahmen können. Ich werde jetzt diese Jackfruchtstücke marinieren, und zwar einfach mit ein bisschen Sojasauce, ein paar Stunden marinieren, und dann koche ich heute Abend für meinen Sohn Simon einen veganen Gulasch. Das gehört zu seinen absoluten Lieblingsrezepten aktuell. Wir fahren gerade mit dem Fahrrad durch unseren geliebten Bärlauchwald, und wie ihr hier erkennen könnt, blüht der Bärlauch schon. Ich gehe mal ein bisschen näher heran. Und wir schauen uns mal so eine Bärlauchblüte an. Hier seht ihr sie ganz gut. Ich bekomme ja oft die Frage, ob man Bärlauch nach der Blüte essen kann. Also manche sagen, ja, sie haben gehört, das ist dann nicht mehr gesund und es wäre so auch so ein bisschen giftig. Also die Bärlauchblätter sind niemals giftig. Es ist nur so, wenn der Bärlauch blüht, dann geht die ganze Kraft und das ganze Aroma in die Blüte. Die Blätter können auch danach noch geerntet werden. Sie schmecken dann nicht mehr so intensiv wie zum Beispiel im Frühjahr. Die Bärlauchblüte ist essbar und schmeckt auch sehr scharf. Also wirklich Achtung, wenn ihr Bärlauchblüten esst, es schmeckt sehr scharf. Und der Bärlauch wird jetzt auch hier in den nächsten Tagen, Wochen, da werden die Bärlauchblätter langsam gelb und schlaff und dann wird alles verblühen. Viele Menschen wissen ja gar nicht, dass Baumblätter gegessen werden können. Vor allem April und Mai sind die beste Zeit für Baumblätter. Ganz beliebt sind zum Beispiel Linde und Spitzahorn, auch Buche, die Rotbuche, die Blätter kann man essen, auch von der ganz jungen Eiche. Also informiert euch mal, welche Baumblätter essbar sind. Auch die Obstbaumblätter, allen voran Apfel und Birne,
Kirsche auch, sind sehr, sehr schmackhaft. Auch vom Weißdorn die Blätter schmecken sehr, sehr angenehm. Der Löwenzahn wächst ja überall und es gibt schon ganz viele Pusteblumen. Das war früher auch immer ein Spaß, als ich Kind war. Und meine Kinder haben natürlich auch Spaß dran. So, Silas hat natürlich auch eine Pusteblume und mir macht das auch ganz viel Freude zu pusten. Darf ich mir jetzt was wünschen? Ist das so üblich? Eigentlich nur, wenn man es einmal hinkriegt. Mit einem Puster aber. Ach, wir sind heute mal nicht so. Wir sind da ganz tolerant. Okay, ich wünsche mir, dass wir jetzt weiterfahren. Hier seht ihr eines meiner Lieblingswildkräuter. Das ist Vogelmiere. Kann man pur essen, kann man auch gut entsaften, für einen Salat verwenden oder auch in einen Smoothie mitmixen. Alles, was hier wächst, gehört zu einem absoluten Superfood hier in unserer Region. Das ist der Giersch. Der wuchert hier in großen Mengen. Kann man sich schön bedienen. Giersch sammeln, entsaften, pur essen. Ein ganz fantastisches Wildgrün. Das hier ist einer unserer Lieblingsorte. Da waren wir jetzt schon über 2 Wochen nicht mehr und es ist unglaublich grün und dicht alles hier geworden. Wirklich fantastisch. Hier seht ihr auch wieder ganz viele Bärlauchblüten. Und da habe ich hier auch ein Wildkraut gefunden, was ich vor 2-3 Wochen hier noch nicht gesehen habe. Das ist hier der kriechende Günsel. Also schmeckt sehr herb. Davon esse ich wirklich auch immer nur wenig im Frühjahr. Hier habe ich auch so ein typisches Wildkraut, was hier im Frühjahr wächst. Das ist das Lungenkraut. Das ist ein sehr mildes Wildkraut. Die Blätter schmecken so ein bisschen nach Gurke. Also frisch, ein bisschen nach Gurke. Schöne Blüten. Und wie der Name schon sagt, wurde es früher auch bei Lungenleiden eingesetzt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das war jetzt gerade Silas. Wir sind hier auf einer ganz großen Wiese, wo ich auch oft Gras sammle. Aber heute wollen wir was ganz Besonderes sammeln. Silas, was wollen wir heute sammeln? Vor allem? Das hier. Was ist das hier? Ein Grashalm? Nein, wir wollen die Blätter. wir wollen eigentlich viele Wildkräuter sammeln. Aber ein Wildkraut haben wir ganz besonders im Blick. Und das ist? Sauerampfer. Was wollen wir mit diesen Blättern machen? Ein Eis. Genau, der Marlon von Raw Future hat vor, ich glaube, das ist bestimmt schon jetzt 3 Jahre her, ein ganz tolles Eisrezept veröffentlicht. Dieses Eisrezept gibt es auch in seinem Buch. Ein ganz tolles Wassereis machen mit Sauerampfer. Es gibt ja verschiedene Ampferarten. Der Sauerampfer, der ist essbar. Und ein Merkmal ist zum Beispiel, das kann man jetzt hier gerade gar nicht so gut erkennen, hier hinten, diese Ausläufer hier. Aus dem Stiel wächst das Blatt und dann gibt es hier so spitz zulaufende Enden. Da erkennt man, das ist der Sauerampfer. Und wir werden jetzt ein paar Blättchen pflücken. Wie viele? Eine Handvoll für unser Rezept. Magst du schon mal ernten? Hier auf der Wiese, wo wir auch ab und zu ein bisschen Wildgrün sammeln, gibt es so einen kleinen Zaun. Der ist auch variabel, den kann man hin und her schieben. Und da gibt es ganz viele Schafe und die Jungs, die füttern gerade die Schafe. Und Silas hat gerade ein Lieblingsschaf, oder Silas? Welches? Das rechte. Hier. Und wie heißt es? Barry. Barry. Und wie kommst du auf den Namen Barry? Durch einen Film Flash. Werdet euch jetzt sicherlich wundern, was Silas mit seinem Arm gemacht hat. Er ist vorgestern leider vom Klettergerüst abgerutscht, hat seinem großen Bruder nachgeeifert. Du bist dann doch aus wie viel Höhe? Aus 2 Meter? 1,50 Meter? Also größer als ich. Größer als du, ist er abgerutscht und hat sich so ganz unglücklich aufgestützt mit dem Handgelenk. Jetzt sind die beiden Unterarmknochen ein bisschen angebrochen. Er würde jetzt 3 Wochen hier so eine Schiene tragen. Wusstest du, was Barrys Lieblingsessen ist? Was denn? Pusteblumen. Pusteblumen? Mhm. Das gebe ich ihm immer mal. Aber so ein saftiges Gras ist auch lecker, ne? Ich habe gerade extra viel. So viel saftiges Gras haben sie in ihrem Gitter gar nicht mehr, ne? Ja. Ich würde sie jetzt am liebsten befreien. Hm.
frei hier über die Wiese hüpfen, springen können. Ne? Mhm. Ich laufe ja schon seit fast 3 Jahren regelmäßig barfuß. Seit einem Jahr bin ich auch nur barfuß oder in Barfußschuhen unterwegs. Also in Barfußschuhe, das sind Schuhe mit einer ganz dünnen Sohle, in denen man auch den Ballengang durchführen kann. Und sobald ich draußen in der Natur bin, dann ziehe ich auch diese Schuhe aus und laufe wirklich barfuß und erde mich so gut wie es geht. Ich bin davon abgekommen, auch in der Stadt oder auf Asphalt barfuß zu laufen. Das ist nicht so ein angenehmes Barfußgefühl. Dann greife ich lieber auf meine Barfußschuhe zurück und in der Natur, auf der Wiese, im Wald, auf Erde, auf Sand oder auch in der Natur auf Steinen, da laufe ich dann barfuß. Ein gewisser Dr. Mercola oder Merzola, ich weiß gar nicht, wie exakt das jetzt ausgesprochen wird, der hat gesagt, wenn du barfuß läufst, transferieren freie Elektronen von der Erde in deinen Körper. Dieser Erdungseffekt ist eine der stärksten Antioxidantien, die wir kennen. Also da kann ich euch nur empfehlen, so oft wie möglich in der Natur barfuß laufen. Ich möchte hier in diesem Video noch mal kurz auf das Trockenfasten eingehen. Das hatte ich ja bezüglich der Parasitenkur schon erwähnt. Der Patrick Strohbach vom YouTube-Kanal Rohvegan am Limit, der hat kürzlich ein geniales Video veröffentlicht zum Trockenfasten, hat es praktisch chemisch erklärt, was dabei vor sich geht und dass es eine sehr heilsame Methode ist, um Zellen zu reparieren, dass der Körper gesunden kann. Trockenfasten ist ja das Natürlichste der Welt, das machen wir jede Nacht, fasten wir trocken. Ich habe mittlerweile das Trockenfasten so weit ausgedehnt, dass ich bis zu 48 Stunden trocken fasten kann. Meistens mache ich das so 2-mal im Monat, immer genau an den Wochenenden, wenn meine Jungs nicht da sind. Wenn ich die Ruhe, die Zeit für mich habe, wenn ich nicht kochen muss, dann faste ich gern trocken und habe sehr, sehr interessante und heilsame Erfahrungen damit machen können. Und wie Patrick auch schön in seinem Video erklärt, mit dem Trockenfasten kann man 3-mal so viel Fett verbrennen. Das ist wirklich ein hochinteressantes Video, das werde ich euch oben rechts in den Infokarten verlinken. Es wird in den nächsten Wochen oder Monaten definitiv noch ein Trockenfasten-Video von mir geben, in dem ich einfach meine Erfahrungen bezüglich des Trockenfastens mit euch teile. Schaut euch mal hier diesen grünen Reichtum an. Fast alle Pflanzen, die hier wachsen, sind Brennnesselpflanzen. Die stellt uns die Natur hier kostenlos zur Verfügung. Das ist mit das beste Superfood, was wir hier in unserer Region haben, sehr mineralstoffreich und Brennnessel hat zudem eine blutreinigende und entgiftende Wirkung. Und ich sammle mir hier gerade Brennnesselpflanzen. Ihr seht hier auch meinen Stoffbeutel und irgendwo ist auch noch eine Schere. Und dann pflücke ich mir einige Brennnesselpflanzen. Und die stelle ich dann zu Hause in ein Glas mit Wasser und dann können sie durchaus einen Tag frisch halten. Dann kann ich mir die dann morgen entsaften. Wenn ich Brennnessel entsafte, dann schneide ich immer ein Stück der Pflanze ab und wenn ich einfach nur von der Brennnessel naschen möchte, dann pflücke ich mir einfach so die obersten Blätter ab. Die kann man ja dann so zwischen den Handflächen reiben oder auch zusammenfalten und dann kann man die Nesselhaare zerstören und dann wunderbar essen. Aktuell lese ich ein hochinteressantes Buch und zwar Die Wahrheit über Schilddrüsenerkrankungen von Anthony William. Der hat ja auch die mediale Medizin geschrieben, auch ein sehr, sehr interessantes Buch. Und für mich ist dieses Buch sehr, sehr wichtig, weil ich ja auch eine vergrößerte Schilddrüse habe. Das habe ich auch schon in 1-2 Videos erwähnt. Also mein Schilddrüsengewebe ist nicht mehr homogen, heterogen, auch mit kleinen Knoten und Zysten. Und die Schulmedizin hat da als Antwort parat, wenn es nicht sich verbessert, die Schilddrüse zu entfernen. Wenn die Schilddrüse funktioniert, erstmal soweit normal, die Hormone werden auch ganz normal gebildet und ich leide auch an keinerlei Symptomen, die eigentlich so mit einer Schilddrüsenerkrankung einhergehen. Deswegen war für mich dieses Buch ganz wichtig und es ist ein ganz, ganz neuer Ansatz. Anthony Williams bezieht sich in seinem Buch auf Hashimoto, Über-Unterfunktion der Schilddrüse, Schilddrüsenknoten, Tumore und Zysten und er sagt, die Ursache für diese ganzen Erkrankungen ist der Epstein-Barr-Virus. Also hochinteressant. Ich werde jetzt auf alle Fälle das Buch in den nächsten Wochen, Monaten gründlicher studieren und auch diesen gewissen Ernährungsplan, den er empfiehlt, einfach mal mit bei mir integrieren. Zum Beispiel Mono-Gurkensaft, Mono-Stangenselleriesaft. Ich liebe diese beiden Lebensmittel auch Mono, entweder pur
oder als Saft. Dann auch Koriander ist ganz wichtig, Chlorella auch, um die Schwermetalle auszuleiten. Da gibt es von mir in den nächsten Wochen oder Monaten auf alle Fälle nochmal ein Update. Hier seht ihr einen Teil meines Abendbrotes. Das sind Lindenblätter. Da werde ich mir jetzt gleich noch eine Handvoll pflücken. Ein sehr, sehr köstliches Baumgrün. Das ist meine Wildkräuterausbeute für heute bzw. auch für morgen. Ich habe mir einige Girschpflanzen gepflückt. Die stecke ich dann in ein Glas mit Wasser für meinen morgendlichen Wildkräutersaft. Hier auch noch einige Löwenzahnpflanzen. Die möchte ich mir auch morgen entsaften. Für heute habe ich dann auch noch Lindenblätter. Unter dem Girsch befindet sich auch noch Vogelmiere, Schafgarbe, noch kleinere Girschblätter, auch noch ein bisschen Brennnessel. Hier haben wir die leckere Lindenblätter. Dann habe ich auch irgendwo noch Knoblauchsrauke, auch ein sehr angenehm würzig schmeckendes Wildkraut. Hier Bärlauchblüten und hier sind einige der Sauerampferblätter, die wir gesammelt haben. Und da möchte ich ja gerne ein Sauerampfer-Wassereis herstellen nach dem Rezept von Rob Future. Der hat dazu auch schon ein Video veröffentlicht. Wer sich für dieses Rezept interessiert, dem verlinke ich das Video oben. Dieses Eis ist wirklich ganz fantastisch, schmeckt sehr erfrischend und besteht aus nur 4 Zutaten. Das ist jetzt die Masse für das Sauerampfereis. Das gebe ich jetzt hier in diese Silikonformen für Stieleis. Habe ich auch schon 4 Holzstäbchen reingegeben. So, einfach reingießen. So, und jetzt lasse ich das Ganze für ein paar Stunden, vielleicht auch über Nacht, einfrieren. Das ist aktuell Simons liebster veganer Gulasch mit diesen Jackfruchtstücken. Die habe ich noch schön in der Pfanne angebraten. Das ist meine Abendmahlzeit. Die besteht aus 2 Gurken, geraspelt, Harzfeuertomaten. Dann gibt es grünblättrige Sprossen dazu aus Rettich und Brokkoli und noch ein bisschen gefrorene Gartenkräuter. Dann habe ich hier ein Rucola-Pesto, bestehend aus Rucola, getrockneten Sonnenblumenkernsprossen, Knoblauch, etwas Olivenöl und Salzsole. Und dazu esse ich Brokkoli, Möhre, Chicorée, Kohlrabi und Radieschen. Und dazu gibt es eine Portion Wildgrün mit schönen Bärlauchblüten. Dann haben wir hier Blätter, Spitzahorn und Linde. Da haben wir noch ein bisschen Schafgarbe. Das hier, das ist die Wehkrauge. Dann haben wir hier noch ein bisschen Guntermann und Vogelmiere. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Snack mit einer Avocado. Darüber habe ich Spirulina-Pulver gestreut und klein geschnittene Frühlingszwiebeln. Am Abend gibt es für mich und meine Jungs Chlorella-Presslinge. Für den Silas sind es jetzt, glaube ich, 14, für den Simon 19 und ich nehme 50 Chlorella-Presslinge zu mir. Die Jungs nehmen ihre Presslinge mit Wasser. Ich mag den Geschmack von Chlorella total gern. Ich kaue die Presslinge einfach so und genieße den herrlichen Geschmack. So, ihr Lieben, dieser Vlog neigt sich dem Ende entgegen. Ich hoffe, euch haben die darin enthaltenen Informationen gefallen. Wenn ihr mehr von solchen Vlogs sehen möchtet, dann gebt mir gern einen Daumen nach oben. Ich verweile jetzt hier noch ein bisschen in der Küche und kümmere mich um meine Sprossen, mein Grünkraut und meine grünen Gräser. Werde sie noch ein bisschen spülen und mit Wasser besprühen und vielleicht auch noch die einen oder anderen Saaten und Samen einweichen, um neues Grünkraut und neue Sprossen zu ziehen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich danke euch sehr für das Anschauen dieses Videos. Bis bald, eure Silke.